Herzlich willkommen hier zu Doom 64. Ich bin der beste Doom 64 Spieler auf diesem Kanal und mein Name ist Dan und wir sehen uns jetzt gleich den Hauptmaschinenraum an. Ja, falls ihr jetzt hier erst einschaltet, das hier ist ein Selbstversuch. Ich habe keine Ahnung von Doom. Ich habe vielleicht früher ganz kurz mal gespielt. Und ich habe auch keine Ahnung von Nintendo 64. Und das hier vereint beides, aber ich spiele es natürlich auf dem PC. Ja, das ist extrem retro, aber das soll ja mein Kanal auf jeden Fall ausmachen. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier in dem Level. Das ist das Level, das wir in der selbstablaufenden Demo schon gesehen haben. Und wir haben jetzt hier diese doppelläufige Schrotflinte, von der ich einfach ausgehen muss, dass sie nicht so eine hohe Reichweite hat, aber dafür massiv Schaden austeilt. Okay, Gesundheit 158, das heißt, ich kann mit der Gesundheit auf 200 gehen, oder wie sehe ich das? Okay. Du brauchst einen blauen Schlüssel. Bisschen schlecht zu sehen hier neben nur dieses Band, was aber so um die Ecke rum ist. Aber müssen uns merken, blaue hier ganz am Anfang. Ich gehe davon aus, dass dann der blaue Schlüssel der letzte ist, den wir bekommen werden. Ho! Oder der erste. Wer weiß? Meine Prognosen sind immer sehr genau. Oh, was ist jetzt los? Okay. Es macht immer Klock-Klock. Und hier haben wir diese Minigun. Die sollte ich ein bisschen mehr einsetzen. Das letzte Mal haben wir die bekommen und ich habe sie, glaube ich, dann nicht mehr eingesetzt. Aber Leute, es ist halt einfach so, ne? Das ist schon, das will man dann auch dann doch machen. So, jetzt muss ich mal hier drüben gucken. Ist das hier? So. Ah, okay. Das war vielleicht jetzt schon ein Secret, ne? Wir haben ja das letzte Mal keine Geheimräume oder sowas entdeckt. So, und direkt aufmachen die Nummer hier. Was ist hier los? Boah, Beholder! Was ist das dann? Boah, wie krass. Der erinnert mich total an diese großen Aliens, diese Lords von Duke Nukem. Ne, die, falls ihr Duke Nukem gespielt habt und wenn ihr so ein Let's Play guckt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß. Da gibt es diese Alien-Lords, die auf solchen Hoverboards durch die Gegend fliegen und Raketen schießen aus ihrem, ich weiß nicht genau, woraus sie schießen. Okay. Wie macht das? Haben wir genug Munition? Okay, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier auf einer anderen Ebene, ne? Eine Meta-Ebene. So, jetzt machen wir hier den Raum auf. Wir sind, oh. Okay. Ich glaube, dass diese Schädel normalerweise auf uns zufliegen und dann explodieren. So, wie kommen wir jetzt hier in dieses Teil rein? Da unten ist natürlich dieser Beamer. Was war das? Okay. Okay, so muss ich hier runter. Wenn ich jetzt hier rangehe, komme ich wieder hier hoch. Okay. Und wie komme ich jetzt da oben rein? Das muss ja dann auch über ein... Ah. Okay, ich kann nicht drücken. Ach, mein Handy macht auch nochmal was. Es ist ja schön, ne, dass jeder so ein bisschen was beiträgt hier. So, jetzt haben wir eine gelbe Karte. Ja, danke. Ich weiß gerade mal ausstellen. Was ich jetzt noch nicht so ganz raffe, ist,
Ich habe noch gar keine gelbe Tür gesehen, oder? Das ist auch neu. Man findet erst die Karte, aber die Tür ist noch nicht da. Okay, aber gut. Hier gehen wir raus. Ist das die gelbe Tür gewesen? Nee. Nee. Aber es kann sein, dass es da gleich nochmal weitergeht. Da können wir nochmal schauen. Ich gehe jetzt erst nochmal ganz zurück. Das ist der Start. Das ist der Start. Und der Start ist der ein Rundweg. Nein. Hier ist das. Hier ist die blaue Tür. Das heißt, ich muss hier lang gehen. Hier ist auch so eine gelbe Farbe. Vielleicht hat das was zu bedeuten. Ja, es sind auch Monster da. Monster sind immer ein gutes Anzeichen dafür, dass ich hier hin muss. Was haben wir jetzt hier? Hier liegt jetzt ein Raketenwerfer. Ja, Leute. Und hier ist die gelbe Tür. Ha! Und tschüss! Ha, guck mal, der ist so irgendwas geworden, ne? Ja? Zu irgendwas ist der geworden. Oh, scheiße. Das ist doch wieder genau mein Ding hier. Also diese Welt, die Level, die bauen sich schon krass um, ne? So, was sind das denn hier für Tränke? Gesundheit. Ach, die bringt 2 Punkte Gesundheit. Es gibt auch so ganz kleine Sachen. Ja, hier diese Doom-Spiele, ne, die haben ja so Sachen wie Cyrus Sam oder sowas so komplett geprägt. Seriöser Sam. So, hier ist ein roter Schlüssel. Beim seriösen Sam, da wurde das natürlich alles nochmal ins Extrem getrieben. Ah, ich muss mich beeilen wahrscheinlich. Hier passieren Dinge. Ne, das ist die auf jeden Fall nicht. Okay, nochmal. Also es geht hier auf. Raketen eingesammelt. Komisch, ich war eben schon hier drin, da habe ich die Raketen nicht eingesammelt. Ach, da hinten passiert noch irgendwas. Hier muss man echt, man muss genau hinhören, muss aufmerksam sein. Hier hinten ist doch eben irgendwas passiert. Oder ist das, oder wechselt das noch ein bisschen? Hier hinten war da irgendwas. Es gibt 2 Geräusche. Okay, gehen wir nochmal zurück. Da ist jetzt die rote Karte. Ey, wer soll das denn wissen? Also ich bin, Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin echt froh, dass, mal speichern. Ich bin wirklich froh, dass ich auf solche Dinge relativ zügig komme. Dieses schnell nochmal alles absuchen ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ich neige auch ganz gerne dazu, mich so ein bisschen festzufressen. Und da haben wir es auch schon geschafft. Hier waren super gut. Jetzt kommen wir zur Auswertung. Wir haben 95% der Kills. Wir haben 94% der Gegenstände gefunden und 40% aller Geheimnisse, die Zeit 7 Minuten 51. Ja, wunderbar, das gefällt mir. Trink mal einen Schluck Kaffee. Und jetzt betreten wir die Holding Area. Warum auch immer, was auch immer. Und stehen in einem kleinen Räumchen. Und die Action geht los. Es eskaliert direkt von 0 auf 100. Hier sind Flaschen drin und alles. Oh. Okay, also da muss man schon aufpassen hier. Die Action sofort von 0 auf 100, so wie es sich für Doom gehört. Wie kann ich das so... Ah, so geht's. Muss ich mal gucken, wie weit oder was für eine Entfernung muss ich haben, damit ich hier... Da ist noch einer hinter mir, deswegen bin ich jetzt erstmal hier reingelaufen. Hier oben ist er. Damit dieses Autofeuer auch nach oben zielt. Ja, wenn ich muss also in die Richtung gucken von dem Gegner und dann mal feuern. Okay, hier sind wir hergekommen, oder?
Nicht, dass ich mir das jetzt hier einrede und es war gar nicht so. Okay. Ne, Moment, dann sind wir... Ich weiß nicht mal, wo wir hergekommen sind, ne? Mal schnell rennen hier rein. Ah, hier, genau. Wir sind hier in diesem Räumchen, haben wir gestartet. Ja, okay. Ich erinnere mich. So, das heißt, wir müssen hier lang. Jetzt kriegen wir wieder diesen Orb. Supercharge. Ja? Jetzt machen wir wahrscheinlich Turboschaden. Achtung, eine Epilepsie-Warnung an dieser Stelle. Okay. Das ist natürlich jetzt maximal unangenehm. Okay. Ich glaube aber, ich hab's souverän gemacht. Oh, oh, oh! Sehr gut. Was ist jetzt hier los? Kann ich den irgendwie kriegen? Jetzt fährt er nach oben. Jetzt kann ich ihn wahrscheinlich nehmen. Nee. Ja, das werde ich wahrscheinlich nach der Folge nochmal schnell irgendwie googeln, was dieses Supercharge-Gedöns und sowas mir bringt. Ja, wahrscheinlich viel Schaden oder so. Aber im Moment bin ich ja noch nicht so... Ups. Wow. Also ich glaube, wenn so ein Schädel an mir ran ist, dann bin ich schon... Und explodiert, dann bin ich wahrscheinlich sehr gut angehittet schon. Okay, weiter mit der Gatling Gun, wenn wir schon 400 Schuss haben. Das war ja auch immer so bei Half-Life. Weiß nicht, war das bei euch auch so? Ihr seid die meiste Zeit mit der Pistole und dem Maschinengewehr rumgelaufen, weil ihr gedacht habt, ey, die anderen Waffen, wenn ich die jetzt benutze und ich brauche die, dann habe ich keine Munition mehr dafür. Und im Endeffekt habt ihr das ganze Spiel nur mit der Schrotflinte, mit der Maschinenpistole oder was das war und mit der Pistole durchgespielt. Also ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, der das gemacht hat, aber ich weiß auf jeden Fall, damals ein anderer Kumpel, der war auch so drauf, der ist dann, der hat den letzten Kampf dann bestritten und hatte Granaten, Raketenwerfer, alles voll einfach nur. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich habe jetzt gehofft, dass es diese Kisten sind, dass man die sprengen muss. Ich drücke auch hier überall. Ah, hier. Das hätte man ja auch mal markieren können, ne? Muss man nicht, hätte man können, wäre nett gewesen. So, wie komme ich jetzt da rein? Okay, das fällt auch als so hoch und runter. Und da muss ich ja drauf schießen. Ja. So. Was die Chain Gun. Es sind aber vier Knöpfe. Pass mal auf, ey. Ich wette. Okay. Ich wette, ich bin nicht schnell genug. Ach nee, die geht dann wieder aus. Einmal treffen reicht. Okay, aber es kann sein, dass ich das treffen muss und dann schnell irgendwo hin. Drüben sind Monster. Monster sind immer ein gutes Zeichen. Okay, das habe ich aber schon gemacht. Ach, das hier war der Blitzraum. Oh ja. Mann, Mann, Mann. Ich finde es
für seine Verhältnisse, ich glaube, das war 96 oder was, finde ich es bisher recht abwechslungsreich. Ich will es aber jetzt auch nicht beschreien. Es gibt ein paar schöne, oder es gab es jetzt schon so ein paar schöne kleine Rätsel, die auch in Ordnung waren. Es gibt so ein paar Stellen, wo man so einen kleinen Hinterhalt bekommen hat und so. Also das ist bis jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das macht keinen Spaß, ne? Das ist in Ordnung. Jetzt habe ich hier noch einen Supercharge, ja. Und dann kann eigentlich nicht mehr schief gehen. Hier gehe ich gleich noch nicht drauf. Hier brauche ich die. Oh! 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 Die schießen jetzt schneller als die Imps. Die Geschosse sind schneller. Hier ist schon der Exit, aber da lass mich doch erst nochmal hier gucken. Und tschüss. Ich wollte eigentlich auf die Captain Gun wechseln. War es das schon? Ich habe jetzt gedacht, jetzt habe ich nochmal irgendwie. Aber jetzt gehen wir mal hier rein. Vielleicht habe ich nochmal ein Secret entdeckt. Da ist ein Raketenwerfer. Na gut. Ja, gut. Okay. Dann haben wir das Level auch geschafft. Oder wie oder what? Yes! Yo, Leute! Mission abgeschlossen, die Holding Arena. 100% der Kills haben wir gemacht. Wir haben 95% aller Gegenstände gefunden und 50% aller Geheimnisse in 7 Minuten 27. Macht mir das erstmal nach. Schreibt eure Zeit in die Kommentare. So, wir haben jetzt hier das Tech Center. Übrigens, ja, das bringt nichts. Wenn ich das jetzt sage. Ne, bringt nichts, weil es Zeit verzögert und dann ist es nicht mehr wahr, was ich sage. Okay, wir gehen ins Tech Center. Ich hoffe, ihr habt das Passwort aufgeschrieben. Und direkt in die Action rein. Hier knallhart, ja. Direkt Level gespeichert. Damit das alles flutscht. Okay, wir haben sogar die Munition und alles jetzt behalten, oder wie sehe ich das? So, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir. Oh, 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 oh. Also ich finde erstmal. Oh! Okay, Moment, Moment, ich muss jetzt mal schießen hier. Also erstmal muss ich sagen, ich finde es gut. Wir haben damals natürlich hier mit so einem Nintendo 64 und so natürlich eine Speicherplatzproblematik gehabt. Was jetzt die, diese Cartridges, also diese Steckmodule angeht. Ah ja. Ich habe jetzt irgendwas. So. Okay, gibt es vielleicht hier noch mehr Sachen, wo man das runterfahren kann? Genau, also wir hatten ja mit massiv Speicherplatz zu kämpfen und dementsprechend finde ich es nicht schlimm, wenn man mehrfach drückt. Okay, wir sind eh ganz gut ausgerüstet. Da möchte ich mich jetzt nicht dran festbeißen. Und da finde ich es nicht schlimm, wenn man die Monster mehrfach bringt. Also wir haben ja hier jetzt immer einmal die Art von Monster, weiß ich nicht, also als Imp und dann nochmal den Schatten-Imp. Ne? Das ist ja das gleiche Monster, nur mit einer Grafik drüber. Aber dadurch sind sie echt schwerer zu sehen. Von daher macht das schon einen Unterschied, finde ich. Und damals, wie gesagt, ne, Speicherplatzprobleme und so, da finde ich das okay. Ja. So. Jetzt haben wir irgendwas geöffnet. Hier war ich definitiv noch nicht. Die Levels sind allerdings natürlich auch durch diese Speicherplatz Geschichte so klein, dass ich mich wirklich ganz gut orientieren kann. Das kommt mir eigentlich auch
Das kommt mir gerade echt gut zu Pass, ne? Wenn ich jetzt überlege, Duke Nukem, also gefühlt waren die Level da doch ein bisschen größer. Es war natürlich PC, man hatte mehr Speicherplatz, ne? Nicht nur für Grafiken, für Level und so weiter. Ah, ups. Das war sehr, sehr, sehr schlau. Naja, also, ich habe das Gefühl, bei Duke Nukem habe ich mich schlechter zurechtgefunden. Die Level waren auch komplexer, weil sie realistischer waren. Also jedenfalls rede ich mir das ein, ne? Also, Moment, das muss ich jetzt erklären. Natürlich waren Duke Nukem Level nicht realistisch, ne? Aber es hat ja in einer echten Welt gespielt oder es spielt in einer echten Welt. Ja, es spielt ja irgendwo im China-Restaurant oder weiß ich nicht, irgendwo auf einer Basis und so. Das hier sind ja einfach nur irgendwelche militärischen Strukturen, Bunker und so. Hier ist ja nichts realistisch. Hier gibt es keine Toiletten, hier gibt es keine Billardtische, hier gibt es keine Stripclubs und keine Kinos. Ja. Gibt es hier ja nicht. Gibt es einfach nicht. Naja. Und deswegen ist die Orientierung auch bei Duke Nukem, vor allem auch mit diesen Sachen, wenn man irgendwelche Räume in die Luft sprengen kann oder Areale freisprengen kann, ist dann ein bisschen komplexer, sich zu orientieren. Naja. Okay, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Gut, konzentrieren wir uns wieder hier drauf. Wenn. Moment. Hier. Das sieht sehr vertrauenserweckend übrigens aus. Okay, ich will nur gucken, dass man die ja wegsprengen kann. Also, dass man nicht irgendwas aufsprengen kann und dann. Okay. Gelber Schlüssel, blauer Schlüssel, roter Schlüssel. Wir haben. Ah, hier ist noch einer. Das ist, man muss sich orientieren. So, jetzt haben wir hier auch zu. Aber. Also, entweder wir haben das jetzt erst geöffnet oder ich habe das einfach komplett übersehen. Nee, das glaube ich nicht. Das kann überhaupt nicht sein. Kann ja gar nicht sein. Nee, hier ist eine gelbe Schlüsselkarte. Das haben wir sicher eben irgendwie freigeschaltet. Das ist irgendwie so ein Knast. Ist das hier Holding Cell gewesen? Okay. Lassen wir uns mal hier hochfahren. Aha, rote Karte. Natürlich geht die nicht auf. Was ist hier los? Das sieht aus, als ob man da irgendwann wieder rauskommt, da oben. Was haben wir denn jetzt hiermit geöffnet? Hier ist immer noch zu. Hier ist zu. Okay, es ist auf jeden Fall schon mal ein Gegner da. Das ist immer ein gutes Zeichen. Haha, den haben sie versteckt wie bei Dark Souls. Guck mal, jetzt sind wir Berserker. Jetzt können wir hier fistpunchen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, das ist sehr labyrinthartig. Okay, aber die Türen bleiben offen. Okay. Da muss ich mich jetzt gerade schon ein bisschen konzentrieren hier. Dass die Türen offen bleiben. Stell dir vor, die würden wieder zugehen. Aber da merkt man schon, wie einfach es ist, ein Spiel kaputt zu machen. Also stellt euch mal vor, diese Szene jetzt hier, das wäre jetzt, hätten sie gesagt, okay, wir wollen noch ein bisschen Spielzeit. Wir lassen die Türen immer wieder zugehen.
Ja, Leute, dann, das wäre aber richtig ätzend gewesen. Diese, dann hätte man, wenn man da drin rumgeirrt, Orientierung. Und es hätte einfach nur länger gedauert, ohne dass es zum Spaß bringt. Okay, also ich bin jetzt gerade noch ein bisschen überfragt an dieser Stelle. Da muss ich jetzt nochmal in dieses Labyrinth. Wo war das denn jetzt, das Labyrinth? Mal gucken, hier rufen Monster. Ne, rufen keine Monster. Gucken, dann gehen wir mal hier hoch. Ne, hier sind wir, glaube ich, hergekommen. Gehen wir mal hier runter. Genau. Dann haben wir den Raum wieder. Gucken, wenn ich das aufmache, geht da irgendwo, vielleicht geht da irgendwo ein anderer Schalter auf. Nee, okay. Ja, keine Ahnung, hier liegen eh nur Ausrüstungsgegenstände, ist jetzt nicht so interessant. So, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall alle Richtungen abgegrast. Jetzt schauen wir noch mal. Ich höre hier irgendwas knurren. So, das haben wir angemacht. Das hat... Dann sind wir hier lang. Das haben wir angemacht. Hier waren wir noch nicht. Oh! Nein! Nicht schon wieder! Nein! Oh, oh. Okay, speichern wir es erst nochmal. Nein, nicht laden. Dieses Menü ist auch fantastisch. Es dauert ewig, bis man hier irgendwas gemacht hat, weil es die ganze Zeit immer so ausblendet. Ah, mit Glück, KW. Okay, hoch, durch. Nein! Okay. Das ist eine Katastrophe. Oh Mann. Leute, wisst ihr, woran mich das erinnert? An... Ich bin tot. Ja gut, war klar. Das erinnert mich an Yoshi's Island. Und jetzt werdet ihr sagen, warum denn? Warum erinnert dich das an Yoshi's Island? Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Passt auf. Es gab da ein Level, das hieß irgendwas mit Donut. Donut-Panik oder so. Das war so ein Autoscroller, wo Bereiche, also so Donuts, wenn man sich draufgestellt hat, die sind dann so runtergefahren mit der Zeit. Also wenn man da irgendwie 2 Sekunden draufgestanden hat, dann sind die ja so runtergegangen, ne? Und das war so ein Ding, da musste man dann die... Oh! Da musste man die Ruhe bewahren. Da musste man wirklich gezielt springen, abwarten, wie das Level aussieht, aber auch nicht zu lange abwarten, weil weil ja die Zeit, weil sich der Bildschirm auch bewegt hat, ja, das heißt, man durfte auch nicht zu lange rumtrödeln, also man muss, war immer so ein bisschen gehetzt, und da ist es mir so oft passiert, dass ich einfach abgestürzt bin, weil ich... So, jetzt ist es offen. Sehr gut. Dass ich abgestürzt bin, weil ich dann zu hastig war und das hole ich noch und das hole ich noch, anstatt dass ich einfach in Ruhe warte. Okay, jetzt kommt die nächste Plattform und springe. Nein, Ungeduld. Und das war jetzt hier auch so. Ich sehe, dass diese Dinger da sind und muss eigentlich geduldig durchlaufen. Was mache ich? Gleich wieder drauf losrennen. So. Ah, ich muss hier reingehen. Okay, das lief gut. Okay, das lief sehr gut. Also so Raketenwerfer benutze ich eigentlich gar nicht, ne? Das ist dann immer, für mich ist Raketenwerfer so eine Bosswaffe, womit ich dann einen Boss besiege. So, jetzt haben wir die blaue Karte. Komm, vielleicht versuchen wir mal. Oh!
Und tschüss. Ja, okay. Ich habe gerade überlegt, ob der Raketenwerfer Schaden macht an mir selbst. Ja, macht er. Wie ist es denn jetzt? Ah, gut, okay, man wird das nochmal machen. Warten. Energie nehmen. Gegner ausschalten. Warten. Zack. Nee. Jetzt in den gelben. Oh! Also sehr gut, muss ich sagen. It Software oder wer auch immer das. Also It Software ist ja hier auf jeden Fall als Publisher soweit. Also die haben ja die Rechte auch an Doom und so. Aber wer auch immer das gemacht hat, die Monster, die einem den Weg zeigen, dass da jetzt was Neues ist. Perfekt, ja. Also, das als Indikator, okay, da passiert jetzt wieder was, finde ich das sehr gut gemacht. Ah ja, na gut, klar, war klar. Okay, danke. So. Mit mir nicht. Ich laufe hier schon, ich laufe schon durch wie so ein Veteran, ja. Also man merkt schon, okay, ne, da ist auf jeden Fall was dahinter, ne, da wird geschossen, da wird geladen, ja, also teilweise auch innerhalb von Sekundenbruchteilen, hier passiert noch nichts, das muss man auch als Gegner erstmal abkönnen. Ah, hier drüben. So, jetzt haben wir wieder irgendwas gemacht, jetzt kommen wieder Monster oder was? Nö. Das ist mal gar nichts. Aber jetzt geht der Teleporter. Nee, geht nicht. Irgendwie knurrt's doch. Es knurrt. Moment, nochmal. Es geht auch immer wieder aus, ne? Ah ja, okay. Also das ist ein verlässlicher Indikator, wenn man irgendwas andrückt und es passiert nichts, dann ist bestimmt am gegenüberliegenden Seite vom Raum irgendwas. Nichtsdestotrotz werden wir... Das hat nicht geklappt. Werden wir den Raketenwerfer einsetzen. Ja, nur für die Show. Ach nee, das ist viel zu eng hier. Das ist viel zu eng hier. Da kann ich mich gleich eins sagen, ey. Also ich sag euch, ne, wenn ich jetzt hier den Raketenwerfer in der Hand gehabt hätte. Okay, hier kann man benutzen. Oh, das scheint auch irgendwie so... Nee. Ich dachte gerade, es ist ein Boss, weil der auch irgendwie die Farbe irgendwie anders hat. Aber... war nicht so. Und... Exit. Und das war die Mission Tech Center mit 95% aller Kindles. Wir haben 92% aller Gegenstände. Wir haben 0% aller Geheimnisse in 12 Minuten 47. Das hat mit Abstand am längsten gedauert. Aber wir machen jetzt einen kurzen Break. Bisschen abspannen, bisschen relaxen. Ihr merkt schon, ja, streckt mich auch gerade ein bisschen. Trink nochmal einen Schluck Kaffee und danach schauen wir uns die Mission Alpha Quadrant an und ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, ja, im besten Doom 64 Let's Play, das auf diesem Kanal an diesem Tag herausgekommen ist. Macht's gut, Leute, und ciao.